wunderschöner Morgen erwartet uns hier in unserer kleinen süßen Minecraft-Welt. Die ist wohl süß. Ja, aber das ist doch gut, wenn wir schon eine Menge geschafft haben. Ist auch egal, meine lieben Freunde. Ich darf euch heute auf jeden Fall recht herzlich willkommen heißen zu einer neuen Episode Minecraft mit Luca. Und meine lieben Freunde, wir hatten noch nie so wenig vor für eine... Na, weil wir das ja trotzdem irgendwie machen müssen. Ich muss Quarz holen heute. Ja, eigentlich schon. Die Sache ist allerdings, dass ich noch eine Menge Quarz für meine Strandvilla benötige, denn ich habe ja noch immer nicht das obere Stockwerk eingerichtet. Unten haben wir zwar schon die Dings gebaut, wir haben schon die Küche gebaut, wir haben schon das kleine Esszimmer gebaut. Wir haben allerdings hier oben noch nichts gebaut und hier noch nichts gebaut. Und das wollte ich eigentlich heute machen, jedoch benötigen wir dafür eine Menge Quarz. Und ich denke, dass ich es dann doch nicht schaffen werde mit der Strandhausvilla heute, weil wir auch noch Schnee benötigen. Also ein paar Dinge müssen auf jeden Fall noch getan werden. Von daher heute wieder eine komplette Nether-Episode, auf die ich mich jetzt erstmal ganz kurz vorbereite. Nur wenige Minuten später. So, Freunde, wir sind fertig ausgerüstet. Das hat sich jetzt, glaube ich, nicht gelohnt, dafür eine Timelapse einzublenden, weil es jetzt nicht so sonderlich lang gedauert hat. Das Einzige, was ich nämlich gemacht habe, war, dass ich mir noch die Wirpilzroute mitgenommen habe, sodass wir gleich mit unserer Sandra entspannt über die Lava reiten können. Und ich habe mir selbstverständlich noch einige Goldstiefel angezogen und noch so ein bisschen Essentials mitgenommen. Allerdings befinden wir uns wieder im Nether. Und euch jetzt zumindest mal eine ganz kurze Timelapse, wie ich auf meiner Sandra, die ja hier unten noch immer auf mich wartet, zurück zu unserer Quarzfarm laufe. So, da sind wir jetzt auch schon hier vorne angekommen. Sandra wartet mal ganz kurz hier unten. Ja, ich weiß. Tut mir auch leid, aber anders wird sie abhauen. Die Sache ist jetzt allerdings, dass wir uns wieder hier in die Richtung bewegen. Wir sind ja, als wir das letzte Mal im Nether waren, auch hier lang gelaufen. Jedoch habe ich jetzt einen etwas anderen Plan, denn letztes Mal sind wir so vorgegangen, dass wir dann hier dran vorbeigelaufen sind. Heute möchte ich allerdings so vorgehen, dass ich wirklich durch diese Festung hier durchlaufe, denn wir benötigen ja auch noch einige Lohnrouten. Denn ich habe ja meinen Plan für die letzte Folge Minecraft mit Luca ein bisschen geändert. Ich wollte eigentlich in der letzten Folge nochmal ein bisschen was machen in die Richtung, hey, wir machen alles, was dieses Projekt ausgemacht hat, nochmal in einer großen XXL-Folge. Jedoch habe ich mir dann gedacht, vielleicht macht es auch Sinn, einfach ins Ende zu gehen. Also in die andere Minecraft-Welt und das ganze Spiel durchzuspielen. Wir haben hier auf jeden Fall direkt Lohnen am Start. Ich weiß nicht, wo hier der Spawner ist. Ich sehe auch fast gar nichts. Der ist hier auch direkt wieder fast runtergefallen. Allerdings haben wir hier vorne auch schon direkt eine Kiste. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Ich habe Angst, dass von irgendeiner Seite hier Lohnen auf jeden Fall rumkommen. Allerdings können wir die direkt attackieren. Zack, direkt drauf und dreimal schlagen, dann haben wir sie. Lohnrouten hat die jetzt noch nicht gespawnt. Allerdings haben wir hier drin erstmal Goldbarren, Eisen, ein Feuerzeug. Und ein Goldschwert, das benötigen wir nicht. Das Feuerzeug ist auf jeden Fall wichtig, falls wir hier verloren gehen sollten oder falls unser Netherportal ausgehen sollte. Wir sind jetzt allerdings hier schon wieder raus. Die Sache ist auch, dass ich eigentlich aufgrund von Quarz hier hingegangen bin. Von daher konzentrieren wir uns da jetzt auch drauf. Wenn ich allerdings irgendwo natürlich Lohnen sehe, werde ich sie attackieren, werde nicht zurückschrecken und werde auf jeden Fall versuchen, die ein oder andere Lohnroute mit abzustauben. Hier vorne haben wir auf jeden Fall Quarz am Start und genau dafür habe ich auch meine Glücksspitzhacke mitgenommen. Die hat zwar nur Glück 1, meine Glück 3 Spitzhacke, wisst ihr ja, die ist leider ziemlich kaputt. Ich möchte die immer noch reparieren, allerdings, wow, weiß ich... Wir haben einen Ghast. Und wir haben hier ein Wither-Skelett. Ich werde es jetzt direkt mit dem Wither-Skelett aufnehmen. Ich weiß, dass die sehr stark sind, allerdings bin ich auch stark und ich bin stabiler. Ich bin ein stabiler Spieler. Alter, deine Schnauze. Hier oben befinden sich auf jeden Fall ein paar Lohnen. Die werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal attackieren, sodass ich von den... Ey! Runter, so, sehr gut. Sodass ich von denen hoffentlich vielleicht ein paar Lohnrouten bekomme. Das ganze Feuer ist erstmal relativ egal. Ich habe eine ziemlich starke Rüstung gerade an. Die ist auf jeden Fall auch tot und hat keine Lohnroute gedroppt. Also wir haben leider wirklich bisher nichts davon bekommen. Ich werde jetzt hier auch instant mal wieder runtergehen und mich jetzt aber auch auf das Quarz konzentrieren. Hier vorne haben wir nämlich auch noch eine kleine Quarzader am Start.
Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Ich hatte alle Sachen dabei. Ich hatte meine Diaspitzhacke, ich hatte mein verzaubertes Diaschwert, ich hatte meine komplette Rüstung an. Und das Problem ist, dass ich ja nicht mal weiß, wie ich da hinkommen soll, weil ich meine Wirrpilz-Angelrouten-Situation ja auch noch mit hatte. Was soll die Scheiße? Digga, in solchen Momenten hat man gar keinen Bock mehr. Einen Wirrpilz habe ich auf jeden Fall. Luca positiv sehen, ich darf auf jeden Fall keine Zeit verlieren. Ich nehme jetzt mal meine Angel und werde die jetzt einfach mal hier hinpacken und hier ein Dings. Dann bekomme ich nämlich eine Wirrpilzroute und werde mich jetzt auch ein bisschen ausrüsten. Ich habe hier auf jeden Fall noch Diamantstiefel, ich habe noch dies am Start. Ich glaube auch, dass ich hier vorne in meinem Raum unten ja auch noch ein bisschen Rüstung am Start habe. Nämlich hier und hier. Dann kann ich das jetzt nämlich auch nochmal anziehen. Perfekt. So, nee, Moment. So, das einmal eben anziehen. Und das anziehen. Perfekt, hat überhaupt keine Haltbarkeit. Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass ich in diesem Projekt kein Fleisch essen werde. Allerdings habe ich gerade keine anderen Möglichkeiten, außer dass ich mir jetzt hier ein bisschen Schweinefleisch auf jeden Fall brate in meinen Öfen. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich weiß nicht, wie ich sonst an Essen kommen soll, jetzt innerhalb von kürzester Zeit. Weil die Sache ist ja, dass meine Items nach ein paar Minuten verschwinden, wenn ich die nicht einsammle. Von daher muss ich mich jetzt wirklich krass beeilen und jetzt mal ganz fix eben kurz wieder hier ein bisschen Fleisch rausholen, sodass ich zumindest ein bisschen was zu essen mitnehmen kann, wenn ich jetzt in die Hölle gehe. Ich habe mich jetzt grob ausgerüstet. Ich habe mir ein Eisenschwert gemacht, eine Eisenspitzhacke. Ich habe noch einen anderen Bogen mitgenommen, den ich noch hatte. Der hatte irgendwie nur Stärke, keine Ahnung, irgendwie was. Er chillt hier vorne in meinem Portal. Perfekt. Ich habe mir ein bisschen Stöcker mitgenommen, 20 gebratenes Schweinefleisch habe ich, Netherrack, und ich habe noch einen Sattel und eine Wirrpilzroute. Von daher hoffe ich, dass ich jetzt hier irgendwo eine Dings finde, so eine kleine Sandra, mit der ich eventuell direkt rüberfahren kann, beziehungsweise übers Wasser halt reiten kann. Das wäre halt perfekt. Das wäre auf jeden Fall die super, super Lösung. Die Sache ist allerdings, dass sich die nächste dort hinten befindet. Oh mein Gott. Perfekt. Wir haben hier vorne auf jeden Fall noch eine am Start und können uns jetzt instant in die Richtung da hinten bewegen. Ich hoffe so sehr, dass die Sachen noch da sind. Wir parken unsere zweite Sandra jetzt einfach mal in dem Loch, wo... Oh mein Gott, es wird hier direkt wieder attackiert. Ich höre es doch schon wieder. Irgendein Gas ist wieder extrem sauer auf mich. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe euch nichts getan, Alter. So, ich gehe jetzt direkt hier lang, meine lieben Freunde. Direkt den gleichen Weg wieder hoch. Ich weiß zwar nicht, wo ich das Quarz vorhin gefunden habe. Es war halt irgendwo an so einer Decke, aber ich weiß nicht mehr genau, an welcher Decke oder wie ich da hingekommen bin. Hier vorne bin ich auch nochmal hochgegangen. Oh mein Gott, sind hier viele von den Teilen gespawnt. Alter, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viele sind denn hier gespawnt? Ich habe schon wieder nur noch voll wenig... Aua, ey, wie kann das denn sein, dass hier schon wieder so viele von denen gespawnt sind, Alter? Ich habe 3 Herzen. Wie geht das? Wie geht das? Die kommen aus allen Ecken. Ich bin im Krieg. Ich wollte einfach nur hin und ein bisschen Quarz holen und auf einmal geht sie komplett ab. Ja, ich wollte ein bisschen zu... Wieso sehe ich den hier durch? Ist das der überhaupt? Ja, ne? Hä? Alter! Wie viele sind hier? Wie viele sind hier und warum kann ich da plötzlich durchgucken? Warum kann ich hier durchgucken? Was ist hier los? Ich brauche nur meine Items. Ich will nicht mit euch kämpfen. Ich will die Lohnrouten, ja, aber ich will eigentlich gerade primär zu meinen Items. Ist er hinter der Wand? Ist er durch der Wand? Ich weiß es nicht. Ich sehe hier gar nichts mehr. Da vorne ein kleiner Slime. Was ist denn hier los? Ey, ich will einfach nur meine Items zurückhaben. Und jetzt kommen hier von allen Seiten welche. Von allen Seiten werde ich hier wieder attackiert. Hier vorne haben wir noch eine Kiste. Da ist nur Gold drin und ein bisschen Eisen. Allerdings muss ich mir jetzt wirklich Prioritäten setzen. Ich muss die jetzt töten und muss danach meine Items zurückkriegen. Der ist tot und er hier vorne ist auch tot. Okay, perfekt. Ich glaube, wir haben alle getötet. Nochmal ganz schnell hier im Schweinefleisch. Da sind meine Items! Da sind meine Items! Oh mein Gott, okay, es war direkt hier vorne. Die Items sind noch nicht despawned. Oh mein Gott, es sind zwar eine Menge Level weg. Ich habe hier nur noch 10 Level, aber das ist mir gerade wirklich scheißegal. Ich setze hier jetzt erstmal ein Crafting-Table hin und werde mir dann eine Kiste machen, wo ich die wichtigsten Sachen reinpacken werde, sodass ich hier nicht mit allen Sachen rumlaufen muss. Warum greift er mich denn an? Ich habe ihm sogar extra ein Gold hingeworfen. Jetzt bin ich hier mit allen auf Kriegsfuß, oder was? Greifen mich die anderen hier jetzt auch an? Nee, die machen nichts. Da unten ist auf jeden Fall Quarz. Meine Glücksspitzhacke habe ich. Ich gehe jetzt mal ganz kurz da unten hin, bevor ich es vergesse. Oh mein Gott, Leute. Ich wollte eigentlich nur entspannt hier hin und ein bisschen Quarz abbauen. Und dann bin ich mich da... Habe ich mich da... Perfekt, Digga. Direkt auch noch Lava hier rein bei dem Quarz, was ich gerade abgebaut habe. Was soll denn diese Scheiße? Kann der Nether nicht einmal auf meiner Seite sein? Ein einziges Mal. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Die ganze Zeit.
Es ist einfach keine Pause da. Ich werde die ganze Zeit attackiert von diesen Idioten. Ich werde mein Schweinefleisch jetzt auch nochmal hier in die Kiste reinpacken. Das benötige ich ja definitiv jetzt erstmal nicht mehr. Ich habe ja genug Brot am Start. Die Spektralpfeile packe ich mal auch rein. Das Feuerzeug benötige ich nicht. Und die anderen Sachen habe ich hier auf jeden Fall im Inventar. Den Stärke-2-Bogen packe ich auch noch rein. Und die Fackel nehme ich noch hier unten hin. Und jetzt, meine lieben Freunde, konzentrieren wir uns wieder auf Quarz. Warum ist denn hier ein Huhn im... Sag mal, bin ich gerade dumm? Nee, klar, mach dein Ding, aber ich frag mich trotzdem, warum hier plötzlich ein Hühnchen in der Hölle einfach rumläuft. Naja, meine lieben Freunde, ich habe gerade 20 Minuten lang Quarz gefarmt. Ich habe schon den einen Quarz-Dings hier zu 60 Quarz gemacht und jetzt habe ich insgesamt hier fast 2 Stacks Quarz tatsächlich farmen können in der Hölle. Ich glaube, dass das ausreichen sollte für das, was ich noch vorhabe in der Strandhaus-Villa. Ich muss nämlich ein bisschen was mit Quarz-Säulen noch machen, noch ein bisschen was mit Quarz-Stufen. Das Problem gerade ist nur, dass ich mich verlaufen habe. Also nochmal eine ganz kurze Timelapse, wie ich den Weg nach Hause versuche zu finden. So, meine lieben Freunde, wir befinden uns wieder in meiner schönen, kleinen, süßen Minecraft-Welt. Die Sonne geht da hinten perfekt auf und an der Stelle, meine lieben Freunde, würde ich dann das heutige Video auch beenden. Auch wenn es heute ein bisschen drunter und drüber ging, ich hatte keinen richtigen Plan, ich wusste nur, dass ich eine Menge Quarz auf jeden Fall benötige für meine Strandhausvilla, hoffe ich, dass es euch dennoch gefallen hat. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall deutlich vorankommen. Wir werden die Strandhausvilla hoffentlich fertig bauen. Ich hoffe mal, dass ich das hinkriege. Ich habe mir schon eine Menge Notizen gemacht, wie ich das Ganze machen möchte. Eine Menge Skizzen. Von daher schaltet auch auf jeden Fall nicht übermorgen wieder ein. Da kommen nämlich eBay-Fails. Ich merke ja, wie gut euch die Serie wieder gefällt. Sondern am Sonntag werden wir die Strandhausvilla fertig bauen. Also, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr die neue Folge Minecraft mit Luca dann nicht verpassen wollt. Wir sehen uns Sonntag wieder. Tschüssi!